Okay, moin Leute und herzlich willkommen zu One Life, dem neuen Format hier auf meinem Kanal. Waldgeist natürlich mein Name. Worum geht's bei One Life? Ich glaube, der Name sagt schon alles. Wir spielen ein Spiel. Ich versuche in jedem Part, sag ich mal, ein anderes Spiel zu spielen. Vielleicht auch mal ein längeres Spiel, sag ich mal, wo es geht. Und wir haben nur ein einziges Leben. Das könnte ziemlich cool werden. Das könnte auch extrem in die Hose gehen. Machen wir uns an der Stelle wirklich nichts vor. Das könnte wirklich richtig, richtig schief gehen. Aber ich bin gespannt. Mal gucken. Also ich denke mal, diese Pilotfolge sozusagen, die wird jetzt nur eine Folge lang, weil es ein Online-Spiel ist, wo wir auch wirklich nur ein Leben haben. Ansonsten, ich weiß nicht, also was wir noch spielen werden. Wir werden auf jeden Fall ein paar knackige Spiele spielen. Also jetzt nicht, keine Ahnung, SpongeBob, Schlacht um Bikini Bottom, wo man eh nicht sterben kann. Nee. Also wir werden schon das ein oder andere schwerere Spiel spielen, sag ich mal. Ich guck mal, da ich hier irgendwo so ein Mittelding finde. Und heute spielen wir Fortnite auf jeden Fall. Für Leute, die das immer noch nicht kennen, Fortnite ist ein Spiel, das angelehnt ist an PlayerUnknown's Battleground. Die Leute, die das kennen, es ist genau das Gleiche. Na, also sprich, wir werden auf einer großen Insel abgeworfen mit 100 anderen Leuten oder 99 anderen Leuten, die kämpfen ums nackte Überleben, bis nur noch einer da ist. Und währenddessen kommt so ein großer Kreis drumrum, der Leute killt, wenn man zu lange da drin ist. Das heißt, die Map wird immer ein Stückchen kleiner. So, Update, ja. Battle Royale heißt der Modus, den spielen wir heute einmal. Und für One Life gibt es nur zwei Regeln, habe ich mir ausgedacht. Die erste Regel ist, es zählt nicht, wenn wir innerhalb der ersten 10 Minuten sterben. Ich meine, okay, das kann bei manchen Spielen echt gut vorkommen, machen wir uns nichts vor, dann wird es irgendwie nur ein 5-Minuten-Video, ist auch für den Arsch irgendwie. Ne? Also, wie gesagt, 10 Minuten habe ich mir als Limit gesetzt ungefähr. Mal mehr, mal weniger, Herrgott, ne? Ihr kennt das Ganze, ja. Und zum Zweiten, Tutorials zählen nicht. Falls wir irgendwie im Tutorial sterben sollten, zählt es nicht. Oder halt, wenn man sterben muss, um weiterzukommen, sage ich mal. Ich sag nur zum Beispiel, ich glaube Dark Souls oder so, da musste man auch am Anfang, glaube ich, sterben. Musste man nicht, aber ging trotzdem weiter. Sowas zählt dann auch nicht natürlich. Und ja, ich bin mal gespannt. Oh Gott, ey, ich habe mir echt was ausgedacht. Ich dachte mir echt, das Format wird ganz cool. Ob's cool wird, das werden wir sehen. Auf jeden Fall, das ist unser Dude, den wir heute spielen. Es ist ein Early Access. Battle Royale könnt ihr euch auf jeden Fall kostenlos runterladen. Das Originalspiel Fortnite ist natürlich kostenpflichtig, aber der spezielle Modus hier, dieser Battle-Modus, ist kostenlos. Und ich spiele es, wie gesagt, aktuell auf der PS4, wie ich alle Spiele spiele. Und diesmal sind wir eine nette Dame. Okay. Und im Gegensatz zu PlayerUnknown's Battleground haben wir hier den Vorteil, wir haben eine Spitzhacke dabei und können wie Minecraft-mäßig alles, was wir sehen, also jeden Baum, jedes Haus, jeden Stein, den wir hier sehen, abbauen und damit Treppen, Wände und so weiter bauen. Das wird ganz interessant, vor allem wenn es darum geht, Verteidigung zu bauen oder sonst was. Ich guck mal eben auf die Uhr. Okay, muss ich mir merken, dass das jetzt nicht in den ersten 10 Minuten passiert. So, jetzt werden wir hier mit dem Bus über diese riesengroße Karte abgeworfen. Ich markiere mal einfach mal einen Punkt, wo ich gerne hinspringen möchte. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es echt so schnell schon vorbeigehen könnte. Ich mache mal hier einfach den Punkt hin. Da möchte ich gerne abspringen. Und ich hoffe wirklich, dass wir überleben. Ich weiß nicht. Und es springen so viele Leute hier ab. Ich habe so Angst. Es sind 97 andere Leute mit dabei. Es könnte ziemlich in die Hose gehen. Machen wir uns an der Stelle ehrlich nichts vor. Aber wie gesagt, 10 Minuten Break, das heißt, wenn wir direkt am Anfang sterben, zählt es nicht, aber ansonsten könnte es echt eine unschöne Folge werden. Und hier ist nichts, ne? Doch da, ich sehe da ein paar Häuser. Wichtig ist auf jeden Fall als allererstes, wenn man hier irgendwo landet, so schnell es geht, irgendwelche Waffen finden. Scheißegal, ob es eine Shotgun ist, eine AK, erstmal, um uns zu bewaffnen. Und, oh Gott, das könnte so in die Hose gehen, hier sind so viele andere Leute noch unterwegs. Wir gehen erstmal hier rein. Da ist jemand gelandet, oder? Da ist jemand gelandet. Oh fuck, das könnte direkt schon unser Ende sein. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, das könnte wirklich scheißen. Oh mein Gott. Oh fuck.
Okay, seht ihr, und das mein. Oh fuck, ich bin. Also im Squad bin ich ziemlich gut. Wir haben es jetzt öfter mal im Squad gespielt. Bin ich ziemlich gut. Im Solo bin ich echt scheiße einfach. Oh fuck, one life eigentlich. Seht ihr, genau das meine ich. Eigentlich theoretisch, ich müsste jetzt direkt aufhören. Macht aber keinen Sinn. Also ihr habt jetzt gerade einen ganz kurzen Einblick bekommen. Oh Gott, das war so. Das war so. Oh. Das war riesengroße Kacke. Wie gesagt, 10 Minuten den Teil, den gönnen wir uns. Also 10 Minuten Ingame-Zeit, nicht Videolänge. Na, also 10 Minuten Ingame. Ich habe auf die Uhr geguckt gehabt. Da haben wir noch ein paar Minuten. Shit. Oh, seht ihr? Und so wäre mein Format schon nach 2 Minuten zu Ende gewesen. Fuck. Das war nicht gut. Ich meine, wir haben eine Pistole direkt zu Beginn. Wir haben einen scheiß Absprung. Man muss echt einfach, das Spiel ist einfach so beim Anfang. Genau, also zum Ende, klar, geht es um Skill und so weiter und hast nicht gesehen, aber wirklich der ganz normale Pupi-Anfang ist, du musst echt einfach Glück haben, dass keiner bei dir in der Nähe ist, dass du in Ruhe deine Sachen sammeln kannst und sonst was und. Oh shit. Das wird. Oh, das Format macht mich jetzt schon fertig. Oh, das Ding ist halt, durch dieses Format werde ich. Ach so, das ist hier nur so diese Aufwärmrunde. Das ist nur diese Aufwärmrunde hier. Das Format wird mich jetzt schon fertig machen, ich sehe schon. Also da. Das Ding ist cool halt, weil A werden wir halt dadurch mal ein paar andere Spiele spielen und so weiter. Und zum Zweiten, komm, wir gehen mal hier ins Gefängnis. Das ist eigentlich eine dumme Idee bestimmt, aber egal. Wie gesagt, so werden wir mal andere Spiele spielen und ich werde auf jeden Fall mal lernen, vorsichtig zu spielen. Ne? Also ich meine, bei Dark Souls schön und gut, ob man da stirbt oder nicht, aber ich bin in Dark Souls generell gar nicht mal so schlecht. Ja? Aber ansonsten, ich habe mir auch überlegt, weiß nicht, Super Meat Boy zu spielen. Das habe ich, glaube ich, schon mal einmal gestreamt hier auf dem Kanal, aber schon ewig, ja. Also, die waren nicht so gut. Die waren wirklich nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr Spiele habt, sag ich mal, oder Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich riesig freuen. One Life, also ein Spiel, wo man auch sterben kann. Jetzt keine Ahnung, Pipi-Kindergartenspiel. Aber auch jetzt kein, weiß ich nicht, ultraschweres Mario hier. Wie heißen diese einen Mario-Spiele nochmal? Genau die meine ich. Die sind auch schrecklich. Die sind auch ganz schlimm. Und hier landen bestimmt welche. Sieh es doch kommen. Hier ist nichts drin, oder? Fuck, wir müssen so schnell es geht. Eine Waffe finden. Nein, Munition nicht. Ich brauche. Oh Gott, das geht schon wieder in die Hose. Aber das Gute ist, da hier das Gebiet so groß ist, ist die Chance etwas geringer, dass wir hier sofort in den ersten paar Sekunden auf andere treffen. Also hier werden aber dafür höchstwahrscheinlich andere sein. Oh, sehr schön. M16. Perfekte Langstreckenwaffe. Okay. Pistole. Und Heilung brauchen wir auf jeden Fall. Heilung sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Da kommt jemand. Ich höre es. Fuck. Oh Scheiße, ich höre hier Leute. Oh Gott. Genau das meine ich. Genau die Scheiße meine ich. Oh, ich habe doch Schritte gehört. Ich weiß nicht, ob ich den Ton laut genug angemacht habe für euch. Müsst ihr mir mal sagen. Achte ich beim nächsten Mal drauf. Oh Gott. Ich habe gerade extrem Angst. Aber es geht hier nur um Skill. Okay, eine Shotgun. Wow. Wow. Okay, komm. Hallo? Oh Gott. Oh mein Gott, der hat mich so. Oh fuck. Okay, er hat uns nicht viel abgezogen, da er keine Waffe gefunden hat anscheinend. Oh, das war überhaupt nicht gut. So, und ihr seht gerade den Kreis. Wenn wir im Kreis sind, ist alles gut. Außerhalb des Kreises müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Ich sollte nicht zu lange hier drin sitzen. Sollten so langsam raus. Also ich würde gerne noch gucken, ob ich hier irgendwo noch Heilung finde. Heilung wäre super. Heilung würde ich richtig feiern. Hier war schon jemand, ne?
Okay, na K. Was auch immer, brauche ich eigentlich nicht. Die ist nicht so gut. Okay, Leute, unseren ersten Kill haben wir gemacht. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, der 10-Minuten-Break, der ist gleich zu Ende. Und das heißt, das wird wirklich jetzt One Life. Ach Gott. Ich bin mal gespannt, bis zu wie vierten Platz wir kommen. 48 Leute leben noch. Hier war ich schon. Fuck. Oh, ich brauche doch Heilung. Oder eine Rüstung. Irgendwie sowas. Ich habe Angst, nach draußen zu gehen. Ich habe aktuell. Oh mein Gott, ich habe aktuell so richtig. Ich habe gerade so Angst. Okay, komm. Das kriegen wir hin. Da kommt jemand. Oh, von welcher Seite? Oh, hier ist doch einer in der Nähe. Ich hör's doch. Oh Gott, wir müssen so schnell es geht aus diesem Gefängnis raus. Fuck, in 2 Minuten sind die 10-Minuten-Break um. Gott. Komm. Hey. Komm schon, Leute. Oh mein Gott. Oh. Wow. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Yes, es sind noch keine 10 Minuten vorbei. Ach, du Haufen Nimor 76, du Haufen Stück Scheiße. Und jetzt begattet der unser Hab und Gut, was wir gerade so hart erkämpft haben. Report Player. Das kann man hier mittlerweile machen. Okay, Leute. Ihr 10 Minuten Schonfrist sind jetzt rum. Jetzt fängt One Life wirklich an, sozusagen. Die Runde ging einen Ticken besser, aber auch nicht wirklich gut. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Wir haben einen Kill gemacht. Das ist jetzt auch nicht das. War nicht gut. Die war hinter uns. Ne? Ich habe nur die zwei Türen im Blick gehabt, weil ich mir dachte, ja gut, ich habe ganze Zeit Schritte gehört und aus irgendeinen von den beiden Türen musste ja jemand kommen. Aber nee, war hinter uns. Fuck. Wir hatten echt diese Shotgun. Die stand bestimmt neben uns und sich echt gefreut und direkt einen Header gegeben. Kacke. Fuck. Okay, Leute. Das wird die letzte Runde. One Life. Das ist wirklich letzte Leben jetzt. Oh Gott, Leute. Das macht mich jetzt schon fertig alles. So, warte mal. Natürlich mache ich es live, wie immer. Ich mache es, wie ich alles live mache. Das ist das Gute. Ihr könnt halt live dabei zugucken. So ist es nicht. So, das war Kacke. Wir hätten echt mit den Waffen, auch wenn wir keine Heilung bekommen haben, erstmal rausgehen, woanders hingehen. Wir hätten woanders hingehen sollen. Das wäre so viel besser gewesen. Aber ich muss sagen, Fortnite gefällt mir ungemein. Also es ist echt ein tolles Spiel. Wir haben auch hier einen Tag-Nacht-Zyklus. Sind ein paar Sachen, die mir ein bisschen fehlen, sag ich mal. Aber im Grunde und im Ganzen ist echt super. Ach nein, hier springen so viele ab, ne? Wobei es geht noch. Okay, komm, wir versuchen es mal. Ich habe mal einen Bauernhof markiert. Der ist relativ groß, von daher könnten wir da gute Chancen haben. Oder wir gucken, ob wir irgendwo auf der Karte so ein kleines vereinzeltes Häuschen finden. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, weil da hätten wir das Glück, dass dann wirklich da niemand ist. Da kriegen wir aber allerdings auch weniger Loot. Also man muss es immer abwägen, worauf man seinen Fokus legen möchte. Ob wir gute Waffen haben wollen oder ob wir erstmal ungestört bleiben wollen. Aber ja, ich sag mal so, im Late Game oder später bringt es ja auch nichts, wenn wir keine Waffen haben. Von daher müssen wir mal gucken. Ich habe das Gefühl, hier ist jemand, oder? Ist so bestimmt jemand hingeflogen. Einmal hatte ich diesen ganzen Bauernhof hier alleine. Ich habe es ja ein paar Stunden schon mal gespielt. Einmal hatte ich diesen ganzen Bauernhof für mich alleine. Es war so super. Das war richtig stark. Okay, ich hoffe. Ach ja, und hier gibt's versteckte Kisten. Schatztruhen. Oh. Da war jemand. Da hinten war auch jemand, oh mein Gott. Wir werden sterben. Ich muss weglaufen. Gibt es hier irgendwelche Waffen? Da ist eine Waffe drin. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Nicht die Munition. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Okay. Es könnte tierisch in die Hose gehen jetzt. Ich meine, wir sind noch im Kreis, sehe ich gerade auf der Minikarte. Ich will nur ein paar grundlegende Sachen haben. Mehr will ich gar nicht haben. Granate. Ja, nee. Ich will eine schöne Langwaffe. Was will ich denn mit einer Maschinenpistole? Jetzt mal im Ernst. Damit kann ich nichts anfangen. Oh Gott, Leute. Ich höre eine Schatztruhe. Hört ihr die auch? Hier ist eine Schatztruhe in der Nähe. Das heißt, da gibt es richtig gute Sachen drin. Eine AK. Ist okay. Aber AKs sind nicht so geil. Weil die haben Burstfire komischerweise. Genauso wie die M16 nur Einzelschuss hat. Heilung und Stahl. Da unten ist jemand. Da unten ist jemand. Habt ihr den? Oh Gott. Das. Ich will hier nur weg. Ich will einfach nur hier weg. Und zwar lebend. Lasst mich doch. Bitte, Leute. Was soll der Zuschauer denn von mir denken? Jetzt mal im Ernst. Ach Gott, hier ist es nicht geheuer. Ich renne. Ich renne woanders hin. Das gefällt mir überhaupt hier nicht. Ich meine, wir haben Heilung, wir haben mäßig gute Waffen. Machen wir uns da nichts vor. Die sind wirklich nicht in Ordnung. Aber damit kann ich erstmal leben. Können wir uns erstmal mit verteidigen. Und ein bisschen heilen können wir uns auch, falls wir ein bisschen getroffen werden. Das Schöne halt beim Squad-Spielen ist, dass wenn einer auf dem Boden liegt, der Kollege den sozusagen nämlich aufhelfen kann. Von daher stirbt man nicht sofort, wenn man irgendwas hat. Von daher, ja. Hier ist auch nur Scheiße drin gewesen, oder? Och. Okay, 45 Leute noch am Leben, Leute. Das könnte echt. Ach, Mann. Ich habe am Anfang echt niemanden gesehen. Ich dachte, wir wären da ein bisschen safe. Ja, wobei, nee, das war auch eine dumme Idee. Bei so einem großen Areal mit so vielen Gebäuden ist klar, dass da mehrere Leute hingehen. Weil, wie ich gerade schon sagte, es gibt die gescheiten, guten Sachen da. Wir dürfen uns nicht zu sehr vom Kreis entfernen. Aber nicht in der Mitte direkt durchrennen. Die Büsche sind geil. Die Büsche sind richtig gut. Seht ihr, wenn ich mich hier reinhocke, erkennt man mich nicht. Ich bin wie ein Geist. Der Buschgeist, sozusagen. Ich habe das Gefühl, der ganze Bauernhof wird schon gelootet worden sein. Der Kreis kommt. Kann ich euch gleich vielleicht mal... Alter! Sowas ist der gute Shit. Seht ihr hier oben das Lilane? Wird immer kleiner, bis es zu dem Kreis kommt halt. Und innerhalb der Sachen kriegt man halt Schaden. Oh, in dem großen Haus ist bestimmt jemand. Oh, warum renne ich hier noch weiter rum? Wir haben mehr oder weniger gescheite Sachen. Sollte erst vorerst reichen. Aber ich bin zu gierig. Kennt ihr das? Ich bin einfach zu gierig. Ich will immer noch mehr Shit haben. Ich will immer noch den besten Scheiß haben. Granate, Metall. Hat irgendjemand liegen lassen. Okay. Kein Feindkontakt ist ein guter Kontakt. Okay, 36 Leute noch am Leben. Das heißt, wir haben eine große Welle überstanden. Aber hier kann ich mich auch nirgendwo gut verschanzen oder so. Ich habe hier ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Aber hier könnten echt gute Sachen drin sein. Wenn hier ein Typ drin ist, haben wir ein Problem. Ich habe eine Idee, Leute. Beste Idee von allen.
Ich mache hier ein paar zu. Und wenn hier jemand ja die Tür aufmacht, sieht er nicht, dass wir hier hinten sind. Das heißt, wir bleiben hier einfach drin. Müssten auch noch im Kreis sein. Perfekt. Von daher könnten wir jetzt erstmal die erste Welle ein bisschen warten, bis der Kreis wieder kleiner wird. Und können einfach erstmal hier drin bleiben. Weil wenn jemand hier die Tür aufmacht, sieht er uns erstmal nicht. Und wir haben eine automatische Shotgun. Ich glaube, es sollte nicht verkehrt sein. Sollte echt... Ja. Ja, das Spiel ist einfach generell, man muss ein bisschen defensiv spielen, sonst kommt man hier nicht weit. Also, wenn man hier schreiend durch die Gegend rennt und meint, jeden abballern zu müssen, ist genau die falsche Taktik. Ist genau die falsche Taktik. So, hier können wir ein bisschen durch die Rillen gucken. Okay. Der Kreis kommt gleich. Ich will mal wissen, was der nächste Kreis ist. Oder wo, besser gesagt. Aber ich höre niemanden, das ist schon mal gut. Der Kreis kommt näher, näher, näher. Sehen wir ihn durch die Lücke? Ja, seht ihr den? Dieses blaue Kraftfeld? Da sollten wir nicht drin sein. Das wäre nicht schön. Da kommt er. Blaue Kraftfeld ist da. Oh, fuck. Es war so klar, dass der nächste Kreis am Arsch der Welt ist. Das heißt, wir müssen die Beine in die Hand nehmen. Ein bisschen laufen schon mal. Ein bisschen Strecke weglegen. Keine verkehrte Idee. Oh, wenn jetzt hier irgendwo ein Scharfschütze ist, dann haben wir echt ein Problem. Oder einer mit einer M16. Ich will auch eine M16 haben. M16 ist ohne Scheiß einer der besten Waffen hier. Die hat zwar Einzelschuss nur, aber hat guten Damage und hat auch eine relativ gute Reichweite. Von daher, das... Es ist wie die AK ein bisschen nur ohne Burstfire und Burstfire ist eh für den Arsch. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Burstfire mag niemand. Niemand spielt mit Burstfire, jetzt mal im Ernst. Keiner. Okay. Wir müssen immer noch dran denken. Holz. Okay. Es bleibt immer noch One Life. Sprich, wenn wir jetzt drauf gehen, ist es vorbei mit dem Part. Und da läuft einer, seht ihr ihn? Da läuft er. Ich will nicht auf ihn schießen. Nicht, dass ich nicht treffe, er zurückschießt und mich killt. Deswegen laufen wir ihm einfach nur vorsichtig hinterher. Wir behalten ihn im Auge. Ich glaube, das ist keine verkehrte Entscheidung. Soll er doch von jemand anders gekillt werden. Von 24 anderen Leuten. Oh. Schön hinterherlaufen, aber nicht, dass er uns sieht. Er läuft geradeaus, das heißt, er sieht uns nicht. Außer er guckt sich ein bisschen um. Oh, scheiße, ich habe ihn... Oh nein, wir haben ihn aus den Augen verloren. Oder ich. Oh, fuck. Okay, Leute, das kann... Das kann jetzt tierisch in die Hose gehen. Kann richtig hart jetzt... Da hinten läuft er, oder? Ja. Da hinten läuft er. Behalten ihn einfach im Auge. Einfach im Auge behalten. Wenn die Möglichkeit sich bietet, er relativ nah dran ist, dann können wir ihm einen geben, aber nicht aus der Entfernung. Er ist hinter den Baum gegangen. Okay, er rennt weiter. Er rennt weiter geradeaus. Was ein Idiot. Trotzdem sollten wir unseren Blick nicht nur auf ihn fokussiert haben, sondern generell mal ein bisschen Augen offen halten. Ich will keine böse Überraschung erleben. Ich dachte, ich habe da gerade einen gesehen. Oh, fuck, der Nervenkitzel, Leute. 22 noch im Leben. Das Gebäude gefällt mir nicht. Wo ist der Typ? Fuck, wir haben den Typen ver... Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Yes! Oh mein Gott, Leute. Wir haben ein Scharfschützengewehr bekommen. Und ein M16. Yes, verzieh dich, AK. Oh mein Gott.
Ich höre hier jemanden. Okay, wir müssen laufen. Okay, wir haben ein Scharfschützengewehr. Oh, gut. Oh, fuck, 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 fuck. Laufen, 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 laufen. Oh. Uns wird. Oh nein, 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 nein. Fuck. 18. Haufen. Ja, der hat aber auch die hammergute Waffe. Ist die beste Waffe im Spiel. Ja, und jetzt krallt er sich unsere Sniper, oder? Der gierige alte Sack. Sky Legend. Haufen Stück Scheiße. Ey, aber wir haben einen Kill noch gemacht, immerhin. Wir sind ihm. Ich glaube, das war der bestimmt sogar. Oder er wurde vor uns gekillt und lag da. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Typ, die haben sich irgendwie gegenseitig bekriegt und wir haben den letzten einfach nur abgezogen. Er hat sich unsere Sniper gegönnt. Haufen Stück Scheiße. Ja. Okay. Nee, ich glaube, die Top 14 Runde, die gucken wir jetzt nicht zu Ende, oder? Also ist klar, einer von denen wird gewinnen und das war's. So, ich würde sagen, Leute, oh, das war eine anstrengende Runde für mich. Also, auch wenn es nicht so aussah, es war echt mit nur einem Leben zu spielen, beziehungsweise mit einem 10 Minuten Aufwärmlimit sozusagen. Ich habe es ja jetzt vorher auch nicht irgendwie geübt, noch vorher oder so. Also, ich habe schon mal gespielt, klar, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ja, das war die erste Folge von One Life. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche coolen Spiele wisst, die man nochmal gerne anprobieren könnte. Schreibt es einfach rein, gebt einen Daumen nach oben. Ihr kennt das Ganze ja und hast nicht gesehen. Würde ich mich riesig drüber freuen und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao.